Schönen Nachmittag. Herzlich willkommen. Wenn Omi und Opi immer die gleichen Ratschläge geben und mit ihren Eigenheiten nerven, dann sagen wir gerne, im Alter wirst du immer schrulliger. Darüber reden wir heute. Aber wir stellen natürlich auch die Frage, ob es das Alter an sich ist. Oder sind es vielleicht Eigenheiten, die sich dann im Alter verstärken? Schön, welche Gedanken du hast. Ich hole meinen nächsten Gast dazu. Das ist der Walter, für den Schrulligkeit definitiv nichts mit dem Alter zu tun hat. Hier ist der Walter. Du bist auch so ein bisschen, habe ich mir sagen lassen, philosophisch angehaucht, so ein bisschen wie der Erwin, ja? Und du sagst, Schrulligkeit hat nichts mit dem Alter zu tun. Wer ist denn schrullig? Oder was finden wir, ist schrullig? Naja, die Definition von schrullig, haben wir eh schon gehört, ist schwer. Laune. Einzuordnen, gell? Ja. Würdest du dich als schrullig, ja, die halt nicht häufig sind, glaube ich, werden als schrullig bezeichnet. Ne? Würdest du dich als schrullig bezeichnen? Naja, ich denke schon, dass gewisse Dinge sind, die ungewöhnlich sind an mir. Ja, oder selten. Ne? Was weiß ich, ein Beispiel im Wohnzimmer bei uns im Haus. Ich habe gern die Vorhänge offen, komplett, dass jeder reinschauen kann, bis in jede Ecke. Meine Frau und die meisten anderen Leute wollen zuhören. Ja, ne? Das ist auch interessant. Das ist eine Eigenheit, auch glaube ich, von, ich weiß nicht, wie es in Tirol ist, aber hierzulande tut man zum Beispiel ab einer gewissen Zeit die Jalousien runter. Etwas, was zum Beispiel die Holländer überhaupt nicht machen. Ja. Habe ich mir, ich war noch nie in Holland, aber sagen lassen, die, da kannst du reinschauen, also da kannst du wirklich zuschauen, wie sie kochen, wie, ja, sie essen. Also, auch die Engländer, auch die haben das, okay, nicht so. Ich weiß von meiner Mutter, die. Wie gesagt, ich bin gelernter Tischler und war viel auf Baustellen früher und so. Und da haben sie Fenster gemacht und dann haben sie einen Stahlraufen getan, dann haben sie einen Balken gemacht. Und wenn der Wind geht, dann tut man mal die Balken zu oder mhm, und vorhang zu. Aber ich konnte es nicht ertragen, in der Küche oder am Wohnzimmer eine Jalousie oder am Vorhang. Dass man nicht rausschauen kann, ja? Ich brauche kein Fenster, wenn ich nicht draußen schaue. Ja, genau. Ja. Das ist auch wirklich eigenartig. Noch beieinander und dann schirmt sie von unten ab und da darf ich nicht umschauen. Ja. Ja, da nichts zu verbergen, aber wenn ich mal nackt oder vor der Dusche aufgehe, die lehne mir die Unterhose um, ist auch nichts hin, oder? Das so war's. Bei den Meierhofnern, da ist alles immer alles locker, ja? Wohnen auch vier Generationen unter einem Dach. Du hast auch Kinder, die du wie erziehst? Nein, wie erziehst. Ein Punkt ist halt zum Thema Schrulligkeit. Ja, genau, deswegen. Ja. Eigenheiten von Menschen, ich lege halt Wert darauf, dass man nicht werten tun, so gut wie es geht. Ne? Mhm. Mhm. Weil dieses eigene Verhalten, wenn es jetzt irgendwie was fürs Umfeld Negatives ist, nicht als negativ bezeichnet, sondern der ist so und der ist so und der ist so und jeder kann sein, wie er will. Und nur durch dieses Werten gegenseitig entsteht so viel negative Energie. Das heißt, also darum versuche ich ihnen immer zu sagen, gell, der ist so, lass nicht jetzt sagen. Also wenn das Kind zum Beispiel sagt, der ist blöd oder der schaut wieder aus oder der ist dick oder ich weiß nicht, was sagt, also, das ist, ja. Für mich ist das halt ein Schwerpunkt oder ein Schwerpunkt, da war wichtiger, Toleranz zu lernen, dass das Werten ihnen klar machen, dass es nicht gut ist. Ja. Würdest du auch sagen, dass engstirnige Menschen eher andere als schrullig bezeichnen? Also andersrum gesagt, wenn jemand offen ist im Denken, wird er wahrscheinlich seltener jemanden als komisch, eigenbrötlerisch oder schrullig bezeichnen. Ja. Genau. Was machst du beruflich? Ich bin Kunstmaler, zurzeit hauptsächlich Tiere, ja. Okay. Aber das ist zum Beispiel ein Ding von mir, schrullig, ich bin irgendwie gestaltungssüchtig. Also alles habe ich gestaltet. Das Auto habe ich komplett angemalt, das schaut auch wie ein Chamäleon. Das Haus habe ich mit eigen entworfenen Schablonen gestaltet. Ja, also alles. Aus der Laune. Bitte? Aus deiner Laune auch und aus deinen Innenmitteln. Ja, ich habe den Drang, alles irgendwie. Also bist du doch schrullig, weil schrullig ist mit Laune. Ja, also haben wir schon das Wort. Ja. Deswegen frage ich dich, was du beruflich machst, weil eben der Erwin gesagt hat, der ist ein Künstler, also ein Mozart oder ein Strauss oder Wurscht, waren ein bisschen anders im Denken, sonst hätten sie das nicht vollbracht, diese Werke nicht
schreiben können. Naja, und da muss ein Künstler ja auch ein bisschen. Naja, ich denke mir, das ist eine Voraussetzung, dass man was Besonderes schafft, wenn man sich nicht an den gesellschaftlichen Konventionen orientiert, sondern seinen eigenen Weg geht, weil nur so kann man eben durch den eigenen Weg was Neues entdecken. Ne? Genau. Also auch beim Wandern fällt mir nur ein, meine Frau will immer da planen, die Route, die Runde gehen und da kommen wir zurück. Und ich möchte gern querfeldein irgendwas Neues entdecken. Manchmal kann man sich verlaufen und ärgern und manchmal kann man was total Tolles entdecken, wo abseits der Standardwege. Ne? Was sagst du eigentlich zu Günthers Sammelleidenschaft? Ist das etwas, womit du was anfangen kannst? Ja, sicher. Ich sammle auch. Ich sammle zum Beispiel Totenköpfe von Tieren. Ne? Totenköpfe von Tieren? Von welchen Tieren? Na, alle, jedes. Also ich habe von Maulwurf, von Maus bis zu so großen Hochland Rindern, schottisches Hochlandrind, genau so heißen sie. Ja, genau. Also alles dazwischen, Bären und Wölfe. Und ich habe 5 Jahre in Kanada gewohnt und deshalb... da gibt es sehr viele Tiere, also da sind wir mit dem Auto, mit dem Pickup-Truck, mit einem Freund von mir dort auf Landstraßen gefahren, stundenlang und haben einfach die Roadkills, die toten Tiere eingesammelt. Wir sind ausgestiegen und das tote Tier da hinten reingehauen im Pickup-Truck. Das ist nämlich wirklich schrullig. Ja. Und dann sind wir zu ihm im Garten gefahren, dann haben wir den ganzen Köpfe abgeschnitten, die Köpfe haben wir in einen großen Topf abgekocht und das Fleisch alles runter und dann haben wir die ganzen schönen Köpfe gehabt. Und die Köpfe sehe ich als Kunstwerke, die man aufheben soll oder kann, ne? Wenn es einem gefallen. So sehe ich das. Es ist nicht, dass mir das taugt, da irgendwie einen Kopf ausschneiden. Also du hast keine Tiere geschossen, umgebracht und den Kopf, sondern du hast sie quasi... Ich sammle nur Tiere, die nicht deswegen gestorben sind. Also, ja. Und die Köpfe hast du wo? Du hast im Haus oder verteilt oder im Garten oder als Kunstwerk? Ich habe einen Teil im Atelier und einen Teil im Haus. Also da haben wir eine Hütte und da drin ist auch ein Teil drinnen. Ja. Da schaut der Erwin, was es nicht alles gibt. Ja, ich entstamme eine Jägerfamilie. Ja. Die wohnen bei den Fürsten, meine Vorfahren wohnen bei den Fürsten. Jäger, ich selber eigentlich nie, meine Brüder schon. Aber der Michel, glaube ich, ist auch ein bisschen schuldig veranlagt, glaube ich, oder? Nämlich? Ich. Ja, weil er einfach, wie soll ich sagen, das Spiel der Laune hat er von der Mama geerbt. Das Durchhaltevermögen hat er von mir. Die Mama ist halb Italienerin. Und das sind sehr emotionelle und feurige, heißblütige Menschen. Und er hat das auch in sich. Also ist er auch ein bisschen schuldig. Jetzt haben wir schon 3 Jahre. Ja? Stimmt. Das kann man meinen. Ja. Aber es ist so interessant, der Bogen, ja, also von den Betzfiguren über die Schuhe zu den toten Tierköpfen. Also das ist schon. Das war das zweite Kinderzimmer. Muss erst mit der Elvira reden, mit den toten Köpfen. Meine Lieben, danke schön, dass ihr da wart. Alles Gute, gell? Weiter. Schrulligkeit als Eigenschaft im Alter kann ja durchwegs etwas Liebenswertes sein. Das muss man nichts Komisches in Wirklichkeit sein und kann ja auch Ausdruck eines gereiften Charakters sein. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen alles Gute. Baba.